Ach, wisst ihr, was ich jetzt brauche? Legale Drogen. Und das bedeutet, wer sich noch an unsere alten Hearthstone-Streams erinnert, da habe ich liebend gerne auf eine legale Droge namens Monster Chaos zurückgegriffen. Schauen wir mal, ob es was hilft. Schauen wir mal, ob es hilft, wenn wir ins nächste Match reinspringen. In dem Sinne, Prost. Ich hoffe, die Katze geht jetzt nicht an meine Kabel. Was? Emilia, runter. Was er nämlich genau versucht. Warlock. Nicht unbedingt das, woran ich gerne ginge. Also, zum Teil trete ich nicht gerne gegen Warlocks an, weil ich selber seltene Warlock spiele. Eigentlich nie. Emilia, runter. Und das bedeutet, es ist natürlich schwer, sich mit einer Klasse auseinanderzusetzen, wenn man sie selber nicht spielt. So, ich werfe den jetzt raus. Komm, gib mir eine Zauberkarte. Blizzard ist eigentlich gut. Blizzard ist eigentlich gut. Aber nicht so früh. Später im Spiel. Ach, Blood Imp, ey. Blood Imp ist so eine Arschlochkarte. Hey. Hi, Katze. So eine Arschlochkarte. So, okay. Ja, was er kann, können wir auch. Das heißt, wir stealthen ein bisschen. Möchtest du auch mal ins Mikro? Ja, komm hoch. Ja, Emilia richtet Energy Drink. Darf davon aber nicht kosten. So, wir könnten. Achso, wir sollten vielleicht auch unseren Zug beenden. Das wäre fein. Das wäre freundlich von uns, ne? Live-Tap, klar. Früher Polymorph. Sehr schön. Den mal raus, ja. Ich will den nicht rausholen. Ich will die Hose nicht aufmachen und den Worgen rausholen. Wir lassen dem Worgen meine Hose. Das ist ein neuer Anmachspruch. Hey, Baby, darf ich dir mal meinen Worgen zeigen? Nein, geh weg mit deinen Imps. Das ist natürlich toll. Opfertleben. Oh, das ist natürlich eine ultimative Kombination hier. Opfertleben kriegt Leben zurück. Scheißdreck. Da muss ich mit arbeiten. Aber ich will eigentlich meinen Polymorph nicht verwenden, um ihn hier. What to do? What to do? Wie gehe ich jetzt damit am besten um? Wie gehe ich denn jetzt damit am besten um, Freunde? First. Ja. Doofe Aktion, aber ich will den loswerden. Der ist mir zu eine große Gefahr. Auch wenn es natürlich cleverer gewesen wäre, erstmal ausspielen zu lassen. Und dann einfach den hier am Ende zu spielen. Aber so weit habe ich nicht gedacht. Das Monster Energy sorgt halt nicht dafür, dass man denkt. Das muss man schon ganz alleine machen. Okay. Okay, Freunde. Okay. Er will dreckig spielen. Wir spielen dreckig. Wir spielen dreckig. Gerne. Den hier weg. So. Durchrushen fürs Erste. Gut, wenn er. Er muss natürlich sein Adventure opfern, wenn er durch will. Außer er hat irgendwas auf der Hand. Man weiß natürlich nie bei so einem Warlock. Shadow Bolt oder sowas. Möglich wär's. Plus 4. Ja. Not bad. You know he's bad. He's bad. He's a warlock. Das ist heftig, ey. Das ist verflucht heftig. Tja, wie geht man damit um?
könnte Blizzard werfen. Bringt mir aktuell aber nichts, weil es wieder nur 2 Schaden sind. Ich könnte Polymorph hier drauf werfen. Ja, das ist, glaube ich, das Cleverste, was ich machen kann zum aktuellen Zeitpunkt. Polymorph drauf. Ihr merkt, ich werde schweigsam. Das gefällt mir so gar nicht hier gerade. Eigentlich dachte ich mir, ich komme zurück in Hearthstone, nachdem ich monatelang nicht gespielt habe und rock einfach mal die Arena. Aber ich merke, es hat sich eine Menge verändert. Sei es in Bezug auf Kartenkosten, sei es in Bezug auf Veränderungen. Ich muss wirklich sagen, ich habe dadurch, dass diese, also ich habe die erste Test-Season noch gespielt, ranked, und danach habe ich echt keine Season mehr gespielt. Ja, doch, Season 4 habe ich am Ende noch gezockt. Nochmal auf Rang 13 oder sowas gebracht, meinen Charakter, um möglichst schnell jetzt in die neue hauptsächliche Ranked Season einzusteigen. Das war's dann aber auch so ziemlich. Sonst, ich habe echt 2-3 Monate nicht gespielt. Das ist schon heftig. Weil ich meine, ich mag das Spiel und ich mochte das immer, aber für mich war es immer so eine Sache, dass ich mir gedacht habe, das Spiel passt irgendwie besser auf ein Tablet. Und das ist natürlich so. Die iPad-Version ist mittlerweile verfügbar. In Deutschland glaube ich noch nicht, aber zumindest im Ausland ist sie da. In Neuseeland zum Beispiel, Australien. Ist ja so ein Rollout, der nicht überall gleichzeitig stattfindet. Ist doof, ich habe kein iPad. Wer schenkt mir ein iPad, Freunde? Ist das so dreist, sowas zu fragen? Spenden bitte an. Ne, aber ich glaube, Hearthstone ist echt so eine Erfahrung, die ich primär auf dem iPad genießen würde. Mann, was. Er behält zwar den einen, aber. Scheiß drauf, ey. Keks, was der da macht. Er ist zumindest eingefroren. Ich hätte vielleicht noch eine Runde oder zwei warten sollen, aber weg damit. Ja, ich bin natürlich ganz klein in der Hinterhand hier. Also, er hat den Kartenvorteil momentan auf dem Feld. Aber noch nichts verloren. So. Komm, wir machen Bashi. Nimm den runter. Das bringt mir in dem Zug noch nichts. Den kriegt er alleine nicht runter. Ich hoffe, er hat nichts. Ich hoffe, er hat nichts und greift den jetzt an. Aber den Fehler wird dann. Er hat wahrscheinlich irgendwas auf der Hand, um Schaden zu machen. Ich vermute es zumindest mal. Komm, Kollege, hab nix. Hab nix. I wonder. I wonder. Handle it. Natürlich. Und dann hat er dann schon mit runter und behält seinen Scheißdreck. Truth is my shield. Das ist aber. Wir kriegen ihn ganz schön in den Arsch serviert heute, ne? Anders kann ich das nicht sagen, Freunde. Ja, komm, wir müssen jetzt raushauen, was wir haben. Das bringt noch nichts. Kann ich denn irgendwas. Na, ich sollte ihm zumindest den Divine Shield runternehmen. Das ist mal so ein Freifahrtschein. Da bringt nicht mal Monster Chaos heute was. Ja, ich glaube, Warlock ist echt so eine Klasse, mit der soll ich mich mehr beschäftigen. Weil Warlock ist eigentlich. Also, er spielt natürlich keinen Standard-Warlock-Deck, aber Warlock hat viele Sachen, die ich eigentlich ganz cool finde. Sogar diese Sache mit den Imps. Hast du 2 Imps auf dem Feld, die sind schön getarnt, geben dir schön Leben pro Runde. Boah, mein Gott. Ja, geht an mir vorbei, wollte ich gerade sagen. Da würde ich mich auch nicht mehr angreifen. Tja, da müsste schon ein Wunder geschehen, damit ich das noch drehen kann. Aber ich wüsste nicht, wie dieses Wunder heißen soll. Wir haben keinen Pyroschlag, wir haben nichts. Wir haben einen Feuerball, das war's. Ein mickrigen Feuerball. Erst Ding ist gelaufen. So ungern ich das auch sage. Na komm, Kollege, du brauchst keine Karte mehr ziehen. Du hast das Ding in der nächsten Runde gewonnen.
Ah, jetzt kommt der Feuerball. Ja gut, Norris, doch. So, den haben wir weg. Gibt es ein logisches Sinn? Gut, wir könnten, Sekunde mal. Lasst mich mal überlegen. Also. Der hat 4-4, damit könnte ich... Ich müsste zwei von denen wegkriegen, das ist das Problem. Wobei, warte mal. Wait a second. Wir können zumindest die zwei stärksten können wir runterkriegen. Um, wenn wir alles... Wobei... 4-3... Ich will... Das Problem ist, wenn ich die großen drauf lasse, mache ich einen Fehler. Das heißt, wir machen so. So. Wir werfen einen Feuerball hinterher. Er hat 6. Mal gucken, was er jetzt noch spielt. Ich denke, das Ding ist gelaufen. Ich gieße mir nochmal was ein, ne? Ja, hier im Haushalt trinkt man Energy Drinks auf einer Tasse. Aber ich meine aus einem Cocktailglas natürlich. Oder aus einem Scotchglas. Schön mit Eis. Kling, kling, kling. Ja, ja, komm, beende es. Mach Feierabend hier. Das war's. Okay, damit steht's 1-2. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Tja, es fing so gut an, ne? Und jetzt geht's so schnell bergab. Aber gut, es geht hier um nichts anderes als die Ehre, ne? Gut, ich suche meinen nächsten Opponent. Ach, ich muss mal eben kurz eine Sekunde aufstehen. Lauft mir nicht weg. Ach. Ihr hört mich immer noch. Ich stehe jetzt nur mal ganz kurz, weil ach, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe einen neuen Stuhl im Arbeitszimmer und der ist so unbequem. Jaina versus Gul'dan. Ach, nochmal ein Warlock, natürlich. Weil die eine Niederlage nicht schon hart genug gewesen ist. You asked for it. Okay, wir gehen jetzt an das Match ran mit dem Gedankengut. Scheißdreck. Nein, nicht mit dem Gedankengut, Scheißdreck. Mit dem Gedankengut, es wird besser, aber dann kamen diese zwei Ersatzkarten und ja. Yeah. So viel dazu. Vielleicht hätten wir doch Ranked spielen sollen. Do you need a blessing? So. Fordere ich ihn heraus? Ich spiele mal ein bisschen ungewöhnlich jetzt. Coinen in Zug 1. Jeder wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich versuche jetzt einfach möglichst schnell alles zu spielen, um mir irgendwie einen Vorteil auf dem Schlachtfeld zu verschaffen. Wobei, warte mal, wir nehmen den erstmal weg hier. Was soll das denn? Was steht der da einfach rum? Hol ich den Worgen raus? Hol ich den Worgen raus, Freunde? Ja, komm, scheiß drauf. Nimm jetzt einfach alles und hau raus, was die Mutter nicht angebacken hat. Okay. Gefällt mir nicht. Die haben auch Taunt, das ist natürlich doch sehr gut. Weißt du was? Na, wobei, nee, komm, ich habe gesagt, ich will den Vorteil auf dem Feld haben. In dem Fall so. Opfer ich ein. Ne, komm. Wir warten. Ich meine, der macht nicht viel hier, unser, was ist das, Argent Squire. Die Olle macht nicht viel, die sitzt da rum mit ihrem 1-1. Die wird natürlich nur Sinn machen, wenn wir irgendwas haben mit, gibt uns mehr Leben oder sowas. Dann ist der Divine Shield toll mit 1-1. Ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht, Perlen vor die Säue geworfen.
Danke. Danke. Achso, wir kriegen ja beide, ne? Sekunde mal, welche wollen wir denn? Welche wollen wir denn appen? Doch die beiden. Die beiden ist gut. Ah ne, geht nur auf einen. War nicht so schlimm. So, wir machen so. Warte mal, es sind drei. So. Machen wir so. Weißt du was, den nehme ich direkt runter. Den verliere ich zwar, aber ehrlich gesagt ist es mir egal. Immer noch vier auf dem Feld. Ich weiß gar nicht, hat der Warlock irgendwelche Flächenangriffe? Dann habe ich ein Problem. Und hier zu Damage, okay. Okay. Is no problem at the moment. So. So, überlegen. Wir haben nichts, wo sich das lohnen würde. Wir haben nichts, was irgendwie Spell Damage drauf hätte, ne? Weißt du was? Wir machen das so, wir machen so, wir machen so, so. So. Wir verlieren natürlich jetzt ein bisschen die Oberhand auf dem Feld, aber wir behalten zumindest das Schlachtfeld ein bisschen sauber. Oh oh. Oh oh, ich hoffe nicht, dass er. Oh, er spielt einen Malaptek. Der Albtraum eines jeden Spielers ein Murloc-Deck. Scheißdreck. Scheißdreck. Sekunde mal. I wonder. Your magic shall okay, not silence den. Okay, sehr gut. Fucking Murloc-Decks, ey. Ich sage ja, der Albtraum eines jeden Spielers. Okay. Den weg. Okay. Wo nehme ich hin? Ne, komm. Scheiß Murlocs, ey. Mann, das sind die Arschloch-Decks des Spiels. Aber man muss an der Stelle sagen, das Spiel, seitdem wir zuletzt gespielt haben, hat sich so sehr verändert. Es ist so sehr auf Rush-Decks gegangen mittlerweile, dass es kaum noch zum Aushalten. One shot. So. Tja. Sometimes I don't. So, dann ist der 8 wert. Also das Spiel hat sich wirklich extrem verändert. Damals waren wirklich so Rush-Decks die Ausnahme. Mittlerweile, gerade wenn Ranked spielst ab Rang 15er ohne Rush-Deck, da geht kaum noch was. Schade. Puh. Mal schöne Offensive. Tja. Ah, wie geht man damit um jetzt wieder? Feuerball. I'll give it a shot. Den. Der wird vernichtet im nächsten Zug. Schwierig. Echt schwierig. What to do? Echt schwierig, Freunde. Puh. Was mache ich jetzt am besten? Mehr Schaden draufhauen? Das bringt ja nichts. Er verliert den so oder so. Och, das ist eine scheiß Situation. Ist eine scheiß Situation, anders kann man es nicht sagen. Bringt mir zwar nichts, aber ich muss irgendwas auf dem Feld haben in der nächsten Runde. Ja, irgendwie möglichst weit runterbringen und dann den Pyro draufhauen. Oh, da haben wir auch nur einen von, also.
Auf lange Sicht bringt mir das auch nichts. My shield for Argon. Scheiße. Mann. Wisst ihr, wenn man so nah am Ziel ist, ne? Und dann kommt sowas. Tja. Nu. Das Endziel sollte natürlich sein, möglichst lange durchhalten. Ich muss natürlich die wegkriegen. Ich mache, was ich will. Na gut, der Charge. 4-2. Das war natürlich doof gerade. Das war wirklich doof, weil ich hätte das auf den draufhauen sollen und dann hätte ich... Ach, denken wir nicht drüber nach, ne? So. Er denkt, den kriegt er. Da drauf. Ich halte den Feuerball nochmal zurück, weil wenn er was Großes spielt, dann habe ich ein Problem. Ich meine, wir sind ja ungefähr auf Augenhöhe. Aktuell. Oh, da noch mehr. Ey, das, wo kommen die ganzen Taunts her? Alter, der riskiert aber auch, dass er dann noch Card Draws holt. Das ist schon krass. Tja. Da haben wir es, ne? Also im... Ach, das geht nicht auf... Scheißdreck. Ja, den jetzt zu spielen wäre zu früh. Oder spiele ich... Ne, ist zu früh. Ist zu früh. Na gut, wenn ich noch zwei Runden überleben kann... Oh, ich habe das Ding so oder so gewonnen. Ich habe es gewonnen. Weil wenn er jetzt nicht irgendwas spielt, was 22 Schaden macht, dann... Dann haben wir's. Dann haben wir's, Freunde. Huh. Mein Gott, das war jetzt aber am Ende fast eine Zitterpartie, möchte ich sagen. Na gut, zumindest noch einen zweiten Sieg eingefahren. Das lässt mich nicht ganz so schäbig aussehen. So, zweiter Sieg. Ja gut, direkt rein ins nächste Match, ne? Ja, ich hätte natürlich mir wirklich gewünscht, dass das erste Hearthstone-Video, was ich wieder mache, oder die erste Reihe, die ich wieder mache zu Hearthstone, dass, weiß ich nicht, dass wir mal so richtig schönes, wenn nicht 3-4-0 hinlegen und dann vielleicht die Niederlagen kommen und nicht, dass wir einen Sieg machen und nach zweimal richtig auf den Sack kriegen. Och, Mage gegen Mage. Könnte interessant werden. Kommt so ein bisschen auf, wer die besseren Karten bekommen. Eigentlich eine gute Starthand. Den Pyro sollte ich direkt behalten. Flusskrokodilisk auch. Behalte ich. Das gefällt mir. Das ist eigentlich ganz gut. So. Den Zug kann er eh noch nichts machen. Dann spielen wir den direkt zum Start. Also er kann mir zumindest keinen Feuerball über Ohren werfen. Ich denke nicht, dass er direkt Coin wird. Oh, wobei es wäre schön, wenn er direkt coint. Könnte mir aber den Gefallen tun, den Coin direkt raushauen. Ja komm, du hast nichts. Du willst nicht den Coin nutzen für eine 1-1er. Ach, oh, ich bin noch dran. Sag mir doch einer. Ich denke mir schon, warum macht er denn nichts? Er guckt sich den Pyro-Schlag an. Oh, er coint wirklich für den Pyro-Schlag. Für den Feuerball. Alter. Ganz ehrlich, wenn ich 4 gegen verliere, gibt es keine Hearthstone-Videos mehr. Weil dann würde ich ja schon als Anfängerfehler bezeichnen. Meine Güte. Da sind wir jetzt aber... Ja. Interessant. Also, bei einer 1, also die Münze für einen 1-1er zu verschwenden, das ist schon so ein bisschen heftig. Das ist, ich meine, es ist auch gut, wenn er hier seine Direktzauber schon direkt raushaut, das gefällt mir. Aber wir warten mal eine Runde. Ich will den nicht zu früh raushauen. Den können wir dann Stealth direkt ausspielen. Ja, da können wir euch den Wasserelementar raushauen.
dann. Gucken wir mal. Ich sag, er holt ihn aus dem Stealth raus, greift mich damit an. Er nimmt einen Feuerschlag raus. Das ist interessant. Das ist eine interessante Spielart. Ich meine, ich sollte nicht drüber lachen, weil am Ende kriege ich vielleicht den Arsch gehauen von ihm, aber das ist schon interessant. Das finde ich schon sehr interessant. Also es ist sehr straightforward, was er macht. Das muss man ihm lassen. Ja, stell dir mal ruhig zwei Health wieder her. Okay, das haben wir im letzten Match schon mal gehabt, die Situation. Zweimal Polymorph, nett. Sehr nett. Jetzt ist natürlich die Frage. What to do? What to do? Tja, die Frage. Die Frage, ne? Den könnte er runternehmen. Das will ich nicht. Wenn soll er kommen? Wenn soll er mich angreifen mit seinen? Macht keinen Unterschied, aber so ist der Ball wenigstens in seiner Ecke. Oh, er greift mich an. Interessant. Tatsächlich interessant. Also der Spielstil, den er hat, der muss so Meta und Imba sein, dass ich den nicht verstehe. Aber er hat mich fast geschlagen. Das macht die Sache nicht unbedingt besser. Okay, wir schieben den. Schieben den. Das ist ein bisschen Verschwendung, aber wir machen es einfach jetzt mal. Job's done. So. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal, wie er darauf reagiert. Also wenn der mich mit dem Ding schlägt, dann ist das ab sofort meine neue Taktik. Runde 1 den Coin nutzen und komplett unmöglich spielen. The light protects me. Mein Shield, okay. Okay. Interessant. Sehr interessant. Ist tatsächlich, also er spielt. Er verwirrt mich irgendwie. Er verwirrt mich extrem. Also wir verstecken erstmal den. Den kriegt er, müsste alles opfern, um ihn runterzukriegen. Spiele ich jetzt den Feuerball? Wenn ich den Feuerball hier drauf werfe, könnte ich ihn natürlich loswerden. Auf der anderen Seite will ich einen Feuerball für... Komm. Er spielt ungewöhnlich, ich spiele ungewöhnlich. So. Jetzt muss ich hoffen, dass er keinen Schieb hat. Weil wenn er jetzt einen Polymorph hat, dann wäre es scheiße. Wenn er keinen Polymorph hat und keinen Taunt hat... Könnte das interessant werden? Ja, wie erwartet. Okay. Nice. So, mal gucken. Ich könnte natürlich 10 Schaden direkt machen. Wie ich jetzt hier. Gut, viele Möglichkeiten habe ich natürlich nicht. Weißt du was? 10 Schaden haben oder keine 10 Schaden haben. So. So, jetzt wird er zu 99% direkt auf mich drauf gehen. Ich rechne damit. Krieg nochmal einen Taunt, ey. Alter Falter, wo kommen die ganzen Taunter her? Scheißdreck. Well played. Na gut, wir können den natürlich. Wobei, jetzt muss ich mal überlegen. Wir können den. Ach so, Scheißdreck. So, der ist eingefroren. Tja. I smell blood.
alles kacke gerade. Ich meine, ich kann hier noch einen Feuerball draufwerfen. Ich will aber den eigentlich nicht opfern. Aber wenn ich nicht opfer, wenn er irgendwas nach... Ach, Scheißdreck. Scheißdreck! Scheißdreck. Jetzt habe ich natürlich einen gigantischen Fehler gemacht. Das war natürlich ein gigantischer Fehler. Tja, Freunde. Tja, nicht schön. Er hat noch irgendwas. Oh! Versteht ihr, warum Mages in der Arena über sind? Pyroblast. Pyro-fucking-Blast. Alter, Wemser, ey. Nee. Ja. Naja. Es war nicht wirklich überragend. Sind wir mal ganz ehrlich, aber es war mein erster Arena-Run in, glaube ich, 2 oder 3 Monaten. Also, ich kann mich da irgendwie aufsehen. Oh, Ice Barrier. Eine Scheißkarte. Die kein Arsch braucht, aber kann wenigstens entzaubern. So, Belohnung dafür, dass wir dieses Video durchgestanden haben, diesen Arena-Run. Mal gucken. Oh, Gold. Ist das Legendary von der Farbe her? Ich bin mir gar nicht sicher. Gucken uns erstmal die anderen an. Explosive Trap habe ich gefühlt 5000 von. Das ist tatsächlich Legendary. Lord Yaraxxus. Alter, Lord Yaraxxus gedroppt. Wie abgefahren ist das denn bitte? Alter Falter, ihr habt... Lord Yaraxxus. Ich spiele aber jetzt Warlock, Freunde. Ich baue mir jetzt ein Warlock-Deck. Lord Yaraxxus. Lord fucking Yaraxxus haben wir gezogen. Ja, das, ganz ehrlich, das entschädigt für 2 Siege, ne? Lord fucking Yaraxxus. Ich baue mir jetzt ein Warlock-Deck. Ich baue mir jetzt ein Warlock-Deck. Ich habe 0 Warlock-Karten. Doch, Standard-Karten habe ich, glaube ich. Warlock. Ich glaube, Standardkarten habe ich jetzt alle. Und Yaraxxus. Alter, Yaraxxus. Wie awesome ist das denn bitte? Riefling Gnome, your arrogance will be your undoing.